Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Krebs, zu deiner Märzenergie 2022. Jetzt wollen wir doch mal sehen, lieber Krebs, was wir für dich haben. Das ist deine Hauptenergie, die legen wir hier drauf, die brauchen wir später. So, also das ist die Energie, die alles umspannt und das ist die Energie, um das es geht. Du denkst nach, also ein März, den du oft in Gedanken verbringst. Oh, da haben wir eine Gefahr, was aber nicht schlimm sein muss, für deinen Körper. Und das hast du im Fokus. Also du denkst dir über irgendeine körperliche Gefahr nach, die du im Fokus hast. Das ist jetzt, ist egal was hier liegt, nicht so dolle, weil Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, heißt, du hast die Gefahr erkannt, tust das, was du dagegen tun kannst und dann bitte nicht mehr im Fokus haben, die Gefahr, den Körper, ja, aber nicht die Gefahr. Also nicht sich selber da verrückt machen, das ist ganz wichtig. Ah, deine Glaubenssätze, also das, was du über deinen Körper denkst, da denkst du drüber nach. Also das heißt, du fühlst dich auf irgendeine Art nicht wohl in deinem Körper, ist egal aus welchem Grund, und denkst über dich nach, über das, was du von dir glaubst, von deinem Körper glaubst, und dadurch ergibt sich aber auch eine Entwicklung, und die wahrscheinlich sehr schnell, weil sonst würde sie sich gar nicht aufregen. Die Gefahr ist hier, in die Gedanken zu versinken und nicht mehr rauszukommen, da ist die Gefahr. Denn das Ganze ist sehr glücklich, wenn du das tust, das ist sehr gut, aber eben nicht versinken, sondern verarbeiten, wichtig. Ja, du willst einen Neuanfang und hast dich auch entschieden dazu, vielmehr tust du das im März. Du entscheidest so, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss, ist egal was ist, ich möchte etwas Neues, denn dein Körper ist in Unordnung und der Körper selber liegt auch auf dem Schiff, das heißt also, dein Körper ist in Bewegung, aber auch alles drumherum ist in Bewegung, denn das hast du mit im Fokus. Also hier siehst du Unordnung in deinem Leben, was speziell dich betrifft, speziell mit deinem Körper und in alles, was nah bei dir ist, ist in Unordnung. Und da sagst du, nee, will ich nicht mehr, ich fange hier neu an, denn hier ist alles in Unordnung. Und darum guckst du auch hier deine Glaubenssätze an. Das ist sehr, sehr schön. Was denke ich denn überhaupt von mir? Diese Unordnung macht dir schlechte Gefühle, aber bitte wiederum hier die Gefahr, nicht die schlechten Gefühle im Fokus haben, sondern der Neuanfang, die Veränderung, das ist ganz wichtig. Ja, die schränkst du auch ein, das ist sehr schön. Du schränkst diese ein und kommst mehr in die Liebe, in das Glück, in die Leidenschaft, in die Hingabe, sehr schön. Du öffnest dich praktisch auch, auch sage ich, weil die Jungfrau die Öffnung hatte, du hast gesehen oder siehst, hier erkennst hier, dass du wirklich immer dein Körper und das Schlechte, die Unordnung im Fokus hattest. Das schränkst du hier ein und kommst wirklich mehr in die Liebe, in das gute Gefühl, und das entwickelt sich auch. Und das ist eben, indem du deine Glaubenssätze anschaust und diese dann einschränkst. Das ist sehr schön, lieber Krebs, das gefällt mir. Und das hat eben viel mit deinem Körper zu tun, aber auch mit deinem ganz, ganz, ganz nahen Umfeld. Also wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, dann stelle ich mir dich im Wohnzimmer vor, dann hat es auch mal im Wohnzimmer zum Tor, nur dass du weißt, was ich meine. Gut, der Neuanfang, da weißt du noch gar nicht, wo er hinkommt, aber er eröffnet sich dir. Hier gibt es neue Wege, die du dann auch siehst und auch Freude dabei empfindest. Das heißt, die Entscheidung neu anzufangen wird unterstützt von deiner Freude und auch von diesen Wegen, die du plötzlich siehst. Hier führst du Gespräche der Benachteiligung und hier führst du Gespräche und erfährst dadurch, was bei dir alles benachteiligt ist. Das hat aber wiederum mit deinen Glaubenssätzen zu tun und du merkst, hier ist die Liebe benachteiligt, das heißt, die Liebe in deinem Körper, in dir selber, in deiner Umgebung ist nicht wirklich ausgeprägt. Dieses Wissen erlangst du und lässt du natürlich diese Liebe dann aufkommen. Das ist eben deine Entwicklung. Das ist schön, lieber Krebs, das gefällt mir. Besonders Krebs und Gefühle. Er hat viel Gefühle, aber er will sie immer nicht rauslassen. Hier haben wir schlaue Ideen, Vernachlässigung und Erfüllung. Das heißt,
hier kommen neue Ideen, hier ist eine Öffnung und neue Wege, die du siehst. Und hier vernachlässigst du diese Mäuse, hier liegt eine Veränderung der Mäuse. Das heißt, der Krebs mag keine Veränderungen in dem Sinn. Das vernachlässigt er aber und kommt dadurch in die Freude und in die Erfüllung. Das ist nämlich wirklich eine schlaue Idee. Oh, hier ganz nah liegt dein Partner. Hier liegt auch die Erfüllung und die Vernachlässigung ist auch vorbei. Hier liegt nämlich eine Erfüllung und hier kommen Gespräche auf, mit denen man eben auch merkt, was war in der Partnerschaft, was war bei uns bedürftig, was hat man nicht gesehen. Und hier erlangt man Wissen eben durch diese Gespräche. Und dann schauen wir mal schnell, wo das drauf liegt. Ja, das liegt auf der Schlange, auf die Umwegen, auf das, vor dem man nicht spricht. Das ist vorbei, durch das, dass man endlich drüber spricht. Das ist sehr schön. Und das ist auch sehr, sehr schön, weil man wirklich in die Partnerschaft und in die Freude kommt. Da liegt, das ist nochmal nachher. Und dann haben wir hier den Vater, das Hobby und der Kummer und Schmerz. Das heißt, entweder ein Familienmitglied oder ein guter Bekannter oder hat hier musste auf sein Hobby verzichten, was ihm sehr wehgetan hat, aber da hast du eben die Erfüllung im Hobby. Das heißt, das gehört eben auch schon der Vergangenheit an. Ah, hier hast du auch noch die Tochter, die auch nicht so kann, wie sie möchte. Aber auch das hier ist vorbei, das ist schön, denn hier kommt wirklich insgesamt ein neues Leben, Nachrichten davon und Transformation zum Schluss ist richtig schön und du liegst auf Vertrauen. Das heißt, du hast einen Monat, in dem du neues Vertrauen schöpfst, neue Vertrauensbasis entdeckst. Du weißt, was ich meine. Und das hat eben grundsätzlich mit deinen Gedanken zu tun und du erkennst einfach, nee, so geht's nicht weiter, so will ich's nicht mehr, was auch immer das Problem ist bei dir, denn du fängst an, es auch schon körperlich zu spüren. Aber auch, wie schon gesagt, im kleinen Umfeld, also wirklich im kleinen Umfeld, das, was dich direkt betrifft, nicht deine Familie, sondern nur dich, kommt alles in Schwimmen, in Unordnung und macht dir nur schlechte Gefühle und das kriegst du auf einmal wirklich klar zu sehen, also ganz plötzlich kriegst du klar zu sehen, so geht's nicht weiter und schränkst es ein und das ist sehr schön. Das bringt wiederum Gespräche mit sich, Gespräche, die auch vorwärts bringen, die liegen auch auf dem Schiff. Das heißt hier, diese Unordnung, die du in dir selber merkst, kommen auch durch die Gespräche wieder in Fahrt. Man bekommt hier Lösungen und auch neue Energie, dass man eben auch diese Energie kriegt, diesen Neuanfang zu machen. Die Gespräche liegen auf einen Neuanfang. Hoppala, hoppala, was ich schon wieder für blöde Sachen mache. Oh, siehst du überhaupt alles? Fast. Oh, gut, besser. Entschuldige. Fangen wir mal hier an. Deine Arbeit transformiert so, du denkst drüber nach, es entwickelt sich und auch dein Chef hat gute Ideen und wie soll ich das sagen, da bist du selber drauf. Also wenn es um die Arbeit geht, ist das hier dein Chef, da entwickeln sich neue Ideen, weil man über irgendetwas nachdenkt und die Arbeit transformiert sich. Übers Geld kriegst du auch sehr, sehr, sehr gute Nachrichten, da dürfte es vorangehen, besonders im Hobby, das könnte jetzt in dem Fall aber auch ein Nebenjob sein, gegenüber deinem Hauptjob, dass du da schöne Nachrichten kriegst. Da läufst du aber auch Gefahr, dich da reinzudenken und nicht mehr rauszukommen. Das ist die einzige Gefahr, die du hast, ist in deinem Gedankenkarussell sich zu verwickeln und da nicht rauszukommen. Du musst das abschließen, also ist egal, welcher Gedanke kommt, auch wenn diese Nachricht kommt und dich aufregt, also aber in dem Fall positiv aufregt, läufst du trotzdem Gefahr, da zu viel rein zu interpretieren. Also am Boden bleiben ist wichtig.
Das neue Leben finde ich auch schön, das ist offiziell, das ist also etwas, was wirklich auch im Leben sichtbar sein wird und das hat eben mit deiner Familie zu tun. Jetzt machen wir erstmal so weiter. Du selber liegst auf deinen Vater und das kann natürlich dein eigener Vater sein. Es kann die Energie deines Vaters sein, falls er nicht mehr da ist oder du ihn nicht siehst, auch dann ist es möglich. Es kann aber auch wie ich schon immer sagte, der Vater ist eben auch der Vater im Himmel, der grüne Eisbär und keine Ahnung, der Schuh der Manitou, je nachdem, wie man es sieht. Auch das kann das bedeuten und der recht hilfreich ist, denn hier, diese Energie hilft dir, die Vernachlässigungen in Freude zu verwandeln, obwohl du die verkehrten Glaubenssätze sehen kannst, also dich da nicht verstricken musst, da kannst du dich drauf verlassen und da ist eben auch diese Energie des Vaters oder dein Vater selber, das musst du entscheiden, bringt dich hier auf Ideen, was sich dann entwickelt und du auch transformieren kannst, ist sehr schön. Dein Partner liegt am Fluss hier, der kommt in Fließen, der kommt ins Tun, weil er hier eben große Entwicklungsschritte macht, er entwickelt mehr Gefühl. Der war auch, dachte sich auch, sehr bedürftig zu sein und ungerecht behandelt und. Auch das wird er beschränken und seinen Reichtum erkennen. Und auch hier bei deinem Partner ist eben dieses neue Leben durch dieses Wissen und auch durch die aufkeimenden Gefühle, die hier wirklich kommen. In der Liebe liegt Erfüllung. Unordnung ist vorbei und diese Einschränkung der Liebe ist auch vorbei. Das hat ja ganz viel schlechte Gefühle gemacht, weil du vielleicht auch selber nicht rauskommst oder weil dein Partner nicht rauskommt, je nachdem, das kann beides sein. Oder wahrscheinlich auch beides, du nicht und er nicht. Und das wird auch eingeschränkt und man kommt hier in der Liebe wirklich in Erfüllung, obwohl hier auch noch Kummer liegt, den man eben aufarbeiten muss. Und da sind eben diese Gespräche sehr, sehr wichtig, die eben alles ins Fließen bringen und dieses neue Leben dann auch in Bewegung bringen. Vorbei ist nämlich dann, wie ich schon gesagt habe, alles, was so nervt, alles, was du nicht wusstest, wo man drumherum geredet hat, das kommt jetzt auf den Tisch und da wird darüber gesprochen. Und das kommt dann eben in Reichtum, dass alles ins Fließen kommt. Dann hast du Tiere, ja, die werden wahrscheinlich sehr anhänglich sein in der Zeit. Aber auch die kommen ins Fließen, die bringen dir sehr viel Liebe. Auch die haben sehr viel mit deinen Gefühlen zu tun, dass du dich ein bisschen besser öffnen kannst. Deine kleine Familie hast du im Fokus, das heißt mit dem, die du lebst. Das ist praktisch genau das hier. Also hier ist Mutter, Vater, Kind. Hast du kein Kind, ist eine nahestehende Person, weißt du, oder eben die Energie des Neuen, des Naiven, des Liebevollen und so weiter. Die hast du im Fokus und hier tut sich eben, wenn du eine kleine Familie hast, hier ziemlich viel. Die Querelen der Vergangenheit dürften vorbei sein, obwohl sie noch Kummer und Schmerz machen dürften, aber da muss man eben durch, da muss man hinsehen, hier hinsehen. Auch die Tochter oder der Sohn, je nachdem, der hier in der Familie ist, hat drunter gelitten. Das muss man auch hinschauen. Sie blockiert das gerne. Also sie spricht da nicht gerne drüber, aber auch das ist da ein gutes Thema für das Kind hier, wäre auch ein Hobby, wäre etwas, wo sie sich ausbauen kann und es eben auf körperlicher Ebene zu verarbeiten, wäre auch ein Weg für die junge Frau oder junger Mann hier. Denn der ist auch viel in seinen Wünschen, ist vielleicht viel in Tagträumen, weil es eben bis jetzt nicht so war, wie sie gerne haben will, worden, wollte. Aber auch hier dürfte sich's ausleben, eben hier Hobby dürfte Kummer und Schmerz eben ins neue Leben führen. Das heißt, ein bisschen mehr ausbauen, ein bisschen mehr tun. Je nachdem, was für ein Hobby das hat, das kann Malen genauso sein wie Spazierengehen oder Karate. Also es ist vollkommen egal, etwas, was ihr Spaß macht. Dass sie auf andere Gedanken kommt, dass sie das verarbeiten kann. Eine große Familie ist auch wieder Hobby. Also deine große Familie, also Mutter, Vater, Bruder, Onkel, schieß mich tot,
komme hier auch wieder mehr ins Tun. Das ist praktisch der, um dich herum fängt sich alles an zu bewegen. Also nicht nur bei dir, sondern auch außen. Es fängt sich alles an zu bewegen. Sieht man auch hier, da werden neue Tore offen, öffnen. Und man sieht diese Unordnung und kann die auch ganz schnell beheben in deinem Fall, wenn du dranbleibst. Diese schlechten Gefühle natürlich siehst, ist wichtig. Und dann aufarbeiten, transformieren ist dein... Hier transformiere alles, was du nicht willst. In diesem Monat gelingt dir das sehr gut. Aber in deiner Großfamilie passiert auch viel, da kommt viel in Bewegung. Wo man Gefahr sieht, wo man sich aufregt, macht das doch nicht oder, je nachdem. Aber wie gesagt, die Familie muss das auch selber wissen. Verstrick dich da nicht in Gedankenkarussells, sondern bleib bei dir und akzeptiere einfach, was sie wollen. Denn auch sie gehen in ihre Erfüllung, aber eben auf ihren Weg. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt keinen richtigen Weg für alle. Also, lieber Krebs, das ist ein sehr bewegungsvoller Monat. Da bewegt sich viel, du bringst viel in Ordnung. Du kommst viel in deine Freude, du kommst auch wieder in Liebe und Leidenschaft. Das muss sich natürlich im März erst, fängt es erst an, sich zu entwickeln, aber du wirst es selber merken, dass immer mehr kommt. In partnerschaftlichen Sachen sollte alles wieder in den Fluss kommen, aber nicht ohne Kummer und Schmerz, da muss man drüber reden, die liegen hier. Solltest du keinen Partner haben, der liegt schon hier, der ist eigentlich schon da. Da liegt aber auch noch Kummer und Schmerz dabei, das heißt, da ist noch was zu lösen, vielleicht hat er sich erstmal getrennt vom Partner und muss das erstmal verarbeiten oder so, irgend sowas, aber er ist schon da, also der Partner ist schon da, der fließt schon zu dir. Ja, wo siehst du den? Überall, wo gesprochen wird, siehst du den. Ja, er ist eigentlich, wo liegt er denn drauf? Auf Leben, er ist schon da. Wenn ich gut sehen würde, auf Nachrichten. Ist das 27, 23? Mein Gott, ich brauche eine Brille, ich sehe nichts mehr. Ja. Wo bist du denn? Das ist hier mein Spickzettel, weil ich dich genau so hinlege. Und der Partner liegt eben auf 25, auf Partnerschaft, hätte ich ja selber auch wissen können. Depp. Also, der ist eigentlich schon da. Solltest du keinen Partner haben, lieben Krebs, er ist schon hier. Und wenn du keinen Partner hast, kann sein, dass dein Partner jünger ist wie du. Dass das hier einfach sagt, dass der in der Vergangenheit Kummer und Schmerz hatte, aber das jetzt auch vorbei ist und er ein neues Leben anfangen will. Also, alles gut, lieber Krebs. Es steht alles auf grün. Es bewegt sich viel im März, aber sehr positiv. Nicht ohne Kummer, aber da kann man drüber reden und das kann man transformieren. Und das ist deine Hauptkarte, deine Endekarte hier. Es wird alles transformiert. Habe Vertrauen. Vertrauen im März, Vertrauen in die Bewegung, die sich tut. Sehr schön, lieber Krebs. In diesem Sinne, habe die Ehre.